sollten. Und Fakt ist, dass sie millionenfach Grundrechtsbruch betreiben, sozusagen die Amerikaner, mit ihrer Schnüffelpraxis, nicht nur sie, auch die Engländer, auch die Franzosen. Und das ist etwas, was man unterbinden sollte. Die Frage ist aber, welche Verantwortung tragen wir selber, dass so viele Daten von uns rund um die Welt kursieren, sozusagen. Und da kommen wir sicher im Detail noch drauf, was wir selber tun können. Beispielsweise mit Benedikt Schmidt aus Ingolstadt. Meinen Sie denn, dass wir selbst auch ein bisschen was tun könnten, was den Umgang mit unseren Daten anbelangt? Guten Morgen. Ich wiederhole mich. Ich habe vor 2 Wochen schon die Ehre gehabt. Hat sich nichts geändert daran. Die Politik wird und kann uns nicht schützen. Die Geheimdienste und nicht nur die amerikanischen sind unkontrollierbar. Die sind mittlerweile außer Kontrolle, wage ich jetzt zu behaupten. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die immer stärker durchgreifen. Es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen. Man muss nicht immer das meistverbreitete Betriebssystem benutzen. Man kann sich von seinen Kindern viel erklären lassen. Man kann sich YouTube-Anleitungsvideos anschauen, wie man seine Mails verschlüsselt. Man kann zu lokalen Treffen gehen. Da gibt es müssen nicht Parteien sein, Jüngere, sondern können auch so Bürgernetzvereine und Treffen sein von so Technikfreaks. Und ich hätte nur einen Vorschlag. Ich würde gern den Herrn Snowden als Innenminister haben und den Herrn Friedrich in einem Flughafen im Transitbereich sehen. Ob wir das noch erleben werden, hätte ich jetzt meine Zweifel, Herr Schmidt. Zunächst mal noch eine Frage bei dem, wo Sie eben waren. Nicht unbedingt Windows nutzen, vielleicht keine unverschlüsselten Mails benutzen. Jetzt stelle ich eine laienhafte Frage. Falle ich da nicht mittlerweile fast mehr auf, wenn ich irgendwelche Schutzprogramme nehme? Also glauben Sie nicht, dass es da auch Indikatoren gibt, wenn die Amerikaner irgendwelche Mails kennen, so nach dem Motto, da ist was verschlüsselt, das ist ja vielleicht besonders interessant. Das ist eine ganz geile Geschichte. Je mehr Leute verschlüsseln, desto mehr raucht bei denen der Motor, desto mehr rauchen die Rechenzentren. Die sind zwar schon mächtig, aber Mathematik können sie nicht außer Kraft setzen. Also je mehr Leute verschlüsseln, desto mehr müssen die zwischenspeichern, brauchen länger zu entschlüsseln. Das ist jetzt so ein reiner Kampf Hase-Igel. Der ist zu schaffen, der ist aber nur zu schaffen, wenn wir in der Bildung den Kindern erklären, was ist Verschlüsselung. Hier die Politik nicht auf, ich hätte gerne irgendein Abkommen weltweites, das interessiert die nicht. Der Friedrich hat da antanzen können, ja schön, dass du mal da bist. Der ist handlungsunfähig. Der hat Grundrechte abgegeben und gute Nacht.